Was geht ab YouTube? Pascal Su, Bodybuilding. Ich möchte eine neue Vlog-Reihe starten. Was habe ich damit vor? Ich möchte mich persönlich verbessern, möchte auf die nächste Stufe springen können. Und dafür muss ich hart an mir selbst arbeiten, am Training arbeiten. Und ich meine, am Ende des Tages ist es genau das, worum es geht beim Bodybuilding oder beim Fitness, an sich selbst zu arbeiten. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen und euch zeigen, wie der Alltag aussieht. Ich möchte ein bisschen zurück zu dem alten Stil, dem Vlog-Stil, wie es auch bei dem Road to GmbF Videos kennt, durch die viele wahrscheinlich auf mich überhaupt erst aufmerksam geworden sind, und etwas aus meinem Leben zeigen, etwas aus meinem Leben teilen, und zwar wie man sportlich eine neue Stufe erreichen kann, weiterkommt, Leistung erzielt, sich motiviert dafür und das Ganze ja, mit einem funktionierenden sozialen Gebilde in Einklang bringt, wenn man eine Freundin hat, wenn man Familie hat und das alles nicht vernachlässigen will, wenn man die Universität, die Schule oder die Arbeit auch nicht vernachlässigen will, es aber trotzdem hinkriegen kann, alles unter einen Hut zu bekommen. Es wird natürlich tiefe Einblicke in mein Leben geben, mir persönlich macht es allerdings überhaupt nichts aus. Und was ihr dann am Ende mit dem Videomaterial anfangt, ist auch euch überlassen. Auf jeden Fall ist gerade Prüfungsphase und ich muss lernen. Es ist jetzt, ich denke, 17.30 Uhr und ich habe schon eigentlich ziemlich viel gelernt so. Und das ist dann der perfekte Zeitpunkt, um zum Training zu gehen. Jetzt ist es richtig warm draußen. Und ich habe jetzt meine Kalorien wieder erhöht. Ich hatte ja den Minicut gemacht. Ich bin jetzt wieder auf 2600 gesprungen und möchte innerhalb von dieser Woche dann auch wieder auf die 2800 springen. Vielleicht in 4 Tagen oder so, mal schauen. Um dann auch wieder eine gute Ausgangsposition zu haben, um Zuwächse zu machen, um stärker zu werden und nicht die Wehwehchen und Problemchen zu haben, die man hat, wenn man im Kaloriendefizit ist. Ich kriege dann auch gerne Gelenkprobleme. Für mich, ich hoffe, dass diese Vlog-Reihe am Ende dann in meine nächste Wettkampfvorbereitung mündet und ihr dann in dem Sinne auch gesehen habt, wie eigentlich das Off-Season-Training aussieht von einem Bodybuilder, wie er sich vorbereitet auf eine Diät und ich dann eigentlich in einem Zug auch noch sagen kann, aufzeigen kann, wie ich jetzt in die Diät gehe, wie das Ganze aussieht, wie meine körperliche Komposition sich verändert und wie meine Kraftwerte sich verändern und wie mein Training aussieht und so ihr einen möglichst ganzheitlichen Blick darauf bekommt, wie das halt beim Bodybuilder aussieht, der seine sportlichen Ziele erreichen möchte, trotzdem einigermaßen sein Leben zufrieden verbringen möchte und eine gute Zeit haben möchte, sich aber nicht dadurch einschränken lässt in seiner Zielsetzung, was den Sport angeht, aber andererseits seine Zielsetzung im Sport auch nicht so sein soziales Leben kaputt machen lässt. Ich hoffe, es gefällt euch, zieht es euch rein. Wir sehen uns. Was geht ab YouTube? Pascal Su Bodybuilding. Ich denke mal, es ist gerade ein bisschen dunkler, aber ich glaube, ihr könnt mich trotzdem erkennen. Es geht um eine kleine Frage, die ich jetzt nochmal, bevor ich ins Training gehe, nachwerfen will. Und zwar kommt es eigentlich fast am meisten auf, wie motivierst du dich? Wie schaffst du es eigentlich, all die verschiedenen Komponenten in deinem Leben, das Training, die Universität und die Arbeit und noch ein intaktes Familienleben unter einen Hut zu bekommen und alles einigermaßen ausreichend zu bedienen, ausreichend will ich jetzt mal sagen. Und wie motivierst du dich also eigentlich konkret, das ist eigentlich die Frage, die dahinter steckt, morgens aufzustehen, im Kaloriendefizit trainieren zu gehen, wenn du noch einen langen Tag vor dir hast, anstatt einfach liegen zu bleiben, weiter zu pennen. Es ist eine schwierige Frage, ich versuche da auch immer ein bisschen auszuweichen, weil ich einfach auch keine Antwort weiß. Es ist nicht so, dass ich mich morgens hinsetze und ich habe ein Bild vor Augen, das bin ich und das möchte ich erreichen. Sondern ich habe natürlich auf der einen Seite meine Ziele, die ich gerne erreichen möchte. Und ich weiß aber, mir ist klar, dass ich dafür was tun muss. Es ist nicht so, dass man halt, wie gesagt, wer sich ein Ziel setzt und sagt, ich möchte dafür jetzt gar nichts machen, der ist verrückt, so in meinen Augen. Weil man muss halt für das, was man erreichen will, was tun. Es gibt natürlich Wege, sich irgendwas zu erschummeln. Man kann in der Uni vielleicht sich einen Spickzettel schreiben, wenn die Klausurenzeit kommt oder sonst was. Das sind so persönliche Möglichkeiten, wenn man die ausschöpfen kann, warum nicht? Aber im Bodybuilding-Training kann man das nun mal nicht. Ich muss morgens um 6 zum Training gehen, wenn ich den Körper erhalten oder aufbauen möchte, den ich gerne haben möchte oder habe oder whatever. Und ich muss meine Mahlzeiten essen. Ich kann an meinen Macros nicht cheaten. Ich kann keine fake 200 Gramm Protein am Tag essen. So. Und ich habe halt, wie gesagt, auf der einen Seite das Ziel, was ich erreichen möchte, und zwar im Sport Fortschritte zu machen, Leistung zu bringen, gut zu sein, besser zu werden vor allem. Und dafür muss ich was tun. Und daher, wenn man weiß, dass man halt diese Sachen tun muss, braucht man eigentlich keine primäre, direkte Motivation mehr in dem Moment. Weil man halt, ja, wie gesagt, weil es halt klar sein sollte, dass man was tun muss, wenn man etwas erreichen möchte. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mich gerade schon wieder verlaufen. Auf jeden Fall
Wenn dir klar ist, dass du was erreichen willst, dann sollte dir auch klar sein, dass du dafür was tun musst und dass nicht, von nichts kommt nun mal nichts. Und da muss man dann morgens um 6 aufstehen und muss das halt machen. Da muss man Wege finden. Man kann sich natürlich hinsetzen, den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich habe morgen einen langen Tag, ich schaff's nicht zu trainieren. Man kann aber auch einfach sich die Zeit nehmen und doch trainieren gehen. Und ich persönlich brauche halt, wie gesagt, dafür jetzt keine direkte Motivation, sondern ich tue es einfach, weil ich habe Ziele, die ich erreichen möchte. Und deswegen muss ich es tun. Und es ist für mich wie ein Automatismus. Ich stehe auf, wenn die Zeit halt kommt. Und wenn ich essen muss, dann esse ich. Und wenn ich nicht essen kann, dann finde ich einen Weg trotzdem zu essen oder irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze trotzdem unterzubringen. Und das muss einigermaßen klar sein. Natürlich gibt es primäre Motivationsquellen, wenn man in einem Moment ist, wo man sagt, ich möchte jetzt einen PR hitten, ich möchte jetzt irgendwie die 240 Kilo Deadlift hochheben oder was auch immer deine Ziele sind. Und natürlich kann man dann sagen, also ich persönlich mache es ja so, ich klatsche mir da mal gerne eine, um halt irgendwie mein Nervensystem ein bisschen in Kampfmodus zu bringen. So, du wirst gerade angegriffen, werde ich mäßig so. Es funktioniert für mich ganz gut. Oder halt mit extrem emotional belastenden Dingen, die ich mir halt vorstelle. Also es ist schon extrem ekelhaft. Ich mache darüber mal ein bestimmtes Video. Das wäre so was für diese Situation. Aber dass man über einen langen Zeitraum jeden Tag aufsteht und sich immer wiederholt und immer versucht, besser zu werden und immer dabei bleibt, dafür brauche ich keine Motivation. Das ist einfach, das muss einfach, das sollte einfach eine Grundeinstellung von jemandem sein, der was erreichen möchte. Und ich verstehe halt in dem Sinne irgendwie auch gar nicht, wie Leute sagen können, ich muss mich motivieren dazu. Wenn du das Ziel hast, dann so muss dir klar sein, dass du dafür was tun sollst. Und dann tust du es einfach, also entweder du tust es und erreichst dein Ziel, wenn du es gut machst und wenn du es richtig machst. Ich garantiere dir, wenn du überhaupt irgendwas tust, dann wirst du dein Ziel auch erreichen, früher oder später. Und oder du machst halt nichts. So, und erwartest trotzdem dein Ziel, aber das ist verrückt. So, und von daher ist es klar, heute ist auch ein wirklich schöner Tag und ich könnte mir alles 1000 geilere Sachen vorstellen, als jetzt hier im Auto zu schwitzen, während ich jetzt gleich ins Training möchte. Und ja, aber ich muss es tun. So, weil ich konnte heute nicht trainieren, weil ich den ganzen Tag gelernt habe. Und ich werde auch heute Abend 22 Uhr nicht mehr trainieren gehen und wollen. Und deswegen mache ich es jetzt, dann habe ich es und schaue dann weiter, wie es morgen weitergeht. Du musst den Lifestyle leben. Du musst ihn leben. So, damit ihr auch mal einen Einblick in meine Macros bekommt, ist jetzt 20.17 Uhr und ich habe heute noch nicht viel gegessen. Ich bin also praktisch heute Morgen um 8 Uhr aufgestanden und saß seit um 8:30 Uhr am Schreibtisch und habe gelernt. Ich habe ja gesagt, ich muss alles in ein paar Tage quetschen, deswegen ist das ein bisschen, ja wie gesagt, lange Tage, ne? Also um 8:30 Uhr circa am Schreibtisch bis um, ich glaube, 17 Uhr und um 18 Uhr war ich dann im Sport, also wirklich lächerlich long. Hustle Grind Mode und bis dahin habe ich 700 Kalorien gegessen. Ihr seht hier, ich habe ein paar Fette, ein paar Kohlenhydrate und ein bisschen oder ja, schon ganz gutes Eiweiß gegessen. Und nur damit ihr mal einen kleinen Einblick habt, wie jetzt so ein Tag aussieht bei mir. Jetzt habe ich das Training durch, ich nutze kein direktes Post-Workout, ich habe jetzt hier keinen Shake mit oder so. Ich fahre einfach nach Hause und mache mir jetzt meine riesen Mahlzeit. Mal schauen, was ich hier so reinkriege und ich möchte gerne die 2600 Kalorien treffen. Also habe ich noch 1900 Kalorien. Ich denke mal, ich werde mir Reis mit, mal schauen, Hähnchen oder was ich noch da habe machen und Kaisergemüse. Ihr seht es jetzt, ich blende es kurz ein. Good morning, motherfuckers. So sieht das aus, wenn ich lerne. Ich bin halt heute Morgen um 9 aufgestanden. Oder ich glaube um 8:30 und sitze seit dann um 9 hier. Ich müsste mal schauen, wie spät es überhaupt ist. 10. Also eine Stunde sitze ich hier schon und lerne. Wie sieht das Ganze aus? Es steht auf jeden Fall ein Kaffee da, es steht Wasser da und ansonsten irgendwelcher Kram von der Uni. Ich mache jetzt hier gerade Organisationspsychologie, da habe ich hier so ein General Framework, das habe ich mir an meinen Monitor gepappt, damit ich die ganze Zeit drauf gucken kann, wo ich mich gerade befinde. Jetzt arbeite ich nach und nach alle Themen ab und das dauert dann halt schon mal eine lange Zeit. Wenn ich mir irgendwas partout nicht merken kann, mache ich mir so einen kleinen Sticky Zettel und klebe mir den irgendwo hin und kann mir den dann später nochmal anschauen. Und so verbringe ich dann 8 Stunden meines Tages. Okay, ich korrigiere mich 6 Stunden und spiele dann noch 2 Stunden. Xbox, baby! Pro-Tipp an alle Studierenden, man kann mit allem wegkommen, man muss nur die Ruhe bewahren und sich einen Plan machen und an dem Plan festhalten. Selbst wenn ihr nur noch extrem wenig Zeit habt für eine Klausur oder so, lasst euch nicht hängen, macht euch einen Plan, wie ihr die Zeit am effektivsten nutzen könnt und zieht durch. Hier haben wir gerade mal ein Beispiel von dem, was ich lerne am Ende des Tages. Hier ist jetzt das Model of Performance von Campbell. Ist eine ziemlich alte Geschichte eigentlich schon und schon ein bisschen überholt. Aber ich finde, als Einstieg kann man das auch jetzt ganz gut mal nennen. Und zwar seht ihr hier einmal das KSA, Knowledge on Facts, Principles, Skills, Abilities und so weiter. Also das Skillset, mit dem ihr ausgestattet seid.
um halt ja, Probleme zu lösen möglicherweise. Und dann multipliziert ihr das mit eurer Motivation. Hier jetzt genannt auch Goal Choice, also was ist das Ziel, das du dir gesetzt hast, Effort, Persistence, also bleibst du dabei, solche Sachen. Und dann ist das Outcome deine Performance. Selbst wenn dein Skillset gering ist, aber deine Motivation riesig, kannst du auf deine Performance kommen. Genauso andersrum, wenn dein Skillset riesig ist, aber du gar keinen Bock drauf hast, kannst du auf ein gewisses Maß von Performance kommen. Optimalerweise ist dein Skillset hoch und deine Motivation hoch. Und dann ist natürlich auch deine Performance hoch, wenn man es jetzt einfach multipliziert. Und das kann man auch ganz gut jetzt auf den Sport anwenden. Lernt, bildet euch weiter, motiviert euch. Und wenn das beides zusammenkommt, werdet ihr eine astreine Performance hinlegen. Das jetzt beispielsweise mal mir zu demonstrieren, was meine universitären Leistungen angeht. Wie ihr vielleicht wisst, komme ich aus allem anderen als einem universitären Umfeld. So, meine Eltern sind Handwerker. Ich hatte, bis ich 22 war, niemals gedacht, dass ich jemals in meinem Leben an einer Universität studiere. Und ich habe es trotzdem geschafft. Also nicht, dass ihr denkt, mir fällt alles in die Hand und ich bekomme hier irgendwas geschenkt. Auf keinen Fall. Bei mir ist es so, jetzt im universitären Umfeld, mein KSA ist schlecht. So, ich war auf keinen guten Schulen. Ich habe es gerade so hinbekommen, irgendwie dann am Ende mir eine Fachhochschulreife zu erscammen und an eine Universität zu können. Natürlich mit einem guten Abschluss, aber whatever spielt jetzt keine Rolle. Aber meine Motivation und mein Goal Choice, Persistence, ist extrem hoch. Ich habe kein Problem damit, hier 8 Stunden zu sitzen und zu lernen, weil ich durch harte Arbeit das wieder rausholen muss, was mir hier fehlt einfach. Natürlich arbeite ich auch hier dran, aber meine Motivation ist der größte Faktor. Und wenn wir das beides zusammenbringen, lege ich trotzdem eine gute Performance hin. Ich habe Leute in der Uni, deren Skillset ist unglaublich. Die wissen einfach alles, sie sind schlau, die haben eine gute Auffassungsgabe, haben aber keine Motivation. So, im besten Fall sind sie genauso gut wie ich, mit unter Umständen vielleicht schlechter. Manche von denen sind super ausgestattet, haben eine super Motivation, sind natürlich dann unglaublich. So, die schreiben nur Einsen, natürlich. Aber selbst wenn man es jetzt auf mich bezieht, Leute, steckt den Kopf nicht in den Sand. Auch wenn ihr keine große Skillset habt, möglicherweise, ihr könnt es trotzdem schaffen, wenn eure Motivation stimmt. Und das ist jetzt wirklich ein Performance-Modell von 1993, was eigentlich schon general überholt wurde. Aber ganz gut, um mal kurz zu demonstrieren, wie es so aussieht im Leben und wohin ihr es mit einfach nur der richtigen Einstellung bringen könnt. Euer Skillset spielt erstmal natürlich auch eine Rolle, aber nicht die große Rolle, die ihm die meisten zuschreiben, die sagen, ich kann es einfach nicht. Nein, du kannst es, du musst es einfach nur wollen. Du musst Gas geben, du musst dabei bleiben. So, ich habe genug gelernt, es ist jetzt 3:15 und es geht zur vierten Einheit diese Woche, dem Assistance Day, keine schwere Grundübung, gutes altes Pumpertraining und wir sehen uns im Gym. So, das Training ist durch, ich fahre jetzt nach Hause, es ist kurz vor 5. Und ich werde jetzt noch einen schönen Abend mit meiner Freundin verbringen, mir was Leckeres zu essen machen. Und das soll es auch schon gewesen sein jetzt für die erste Episode von der neuen Blogreihe Ambition oder Ambition. Ich habe mir extra den Dualismus offen gehalten, ob es jemand als Anglizismus sehen will oder als Verwendung eines schönen deutschen alten Wortes. Und kann sich also jeder das raussehen, was er gerne möchte. Ich möchte jetzt versuchen, jeden Sonntag eine neue Folge von dieser Vlog-Reihe rauszubringen, die dann die zurückliegende Woche immer so ein bisschen resümiert. Und wenn zwischenzeitlich irgendwas Besonderes ansteht, mache ich auch noch Videos außer der Reihe auf jeden Fall. Aber der Hauptfokus soll auf diese Vlogs liegen. Ich werde die auch ein bisschen länger gestalten, also so immer an die 15 bis 20 Minuten. Ich weiß, die Leute wollen kurze, knackige Videos und schauen wahrscheinlich gar nicht mal mehr so weit, wie dass sie das jetzt sehen könnten. Aber ist mir relativ egal, weil es geht mir nicht um Klicks oder um Views. Es geht mir darum, dass ihr einen möglichst authentischen Einblick in mein Leben bekommt, beziehungsweise in das Leben von einem, ich weiß nicht, wie man es nennen will, Bodybuilder, Bodybuilder, Student, 400-Euro-Jobber, Remix, Pascal, whatever. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Unterstützt mich, lasst ein Like da, kommentiert mit Fragen, haut irgendwas raus. Teilt die Sachen mit euren Freunden, sodass ich ein bisschen mehr Reichweite gewinnen kann, weil ihr wisst, ich pushe mich nicht selbst, ich stecke da kein Geld rein und ich werde auch keine große Marketingstrategie auf mich selbst anwenden. Also muss es ein bisschen aus der Community kommen. Ich habe es jetzt schon geschafft, die 182 Abonnenten heute zu erreichen. Ich bin extrem froh, weil für ungepusht und ja, als eigentlich kleiner Channel, der nur von diesem Vlog reinlebt, finde ich, ist das schon was, was ich ein bisschen sehen lassen kann. Ist natürlich nicht viel so, aber es sind schon mal ein paar Abos und das finde ich nicht schlecht. Es gefällt mir. Ich sehe, dass es Leuten gefällt. Ich kriege Nachrichten. Naja, bevor ich jetzt wieder zu weit ausschweife hier beim Reden, wir sehen uns in der nächsten Folge von Ambition
oder zwischenzeitlich in einem hineingeworfenen Video. Auf jeden Fall wünschen wir jetzt erstmal Glück für die Prüfungsphase. Ich bin auf jeden Fall nächste Woche am Lernen. Peace, wir sehen uns. Danke fürs Einschalten. Du musst den Lifestyle leben oder der Lifestyle lebt dich.